Hallo Leute, willkommen bei Pets Katzenfreunde, das Spiel mit der schlafenden Katze. Kennt ihr diese Katze? Ich nicht. Naja gut, ist ja auch egal, was da gerade passiert. Aber gut, ich möchte euch erstmal was sagen, denn ich habe natürlich wieder einen Gast dabei. Das ist aber diesmal nicht der Rave. Nein, wir haben diesmal einen ganz anderen Gast dabei, mit dem niemand so früh gerechnet hat. Wen habe ich da? Arknei, die fette Katze. Juhu! Fette Katze, Arknei. Fette Katzen. So, wie viel Schaden macht nochmal die Katze? 4 Schaden. 4 Schaden, gut. Ja, das wollte ich nochmal aufklären. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe es schon wieder völlig vergessen. Ich vermute, dass wir jetzt gleich das Katzenmasterschwert finden werden. Ja, ich rede einfach mal mit Viktor. Vielleicht weiß der noch, was ich machen soll. Mal sehen, Viktor. Super, Viktor. Sie hat die Käferdose und die Angelausrüstung jetzt sauber. Sind jetzt sauber, bitteschön. Angelgeräte, juhu! Du hast Angelgeräte. Da fehlt noch ein S drin, finde ich. Du hast Insektenkäfig. Du hast Insektenkäfig. Das ist schön. Du hast Insekten. Oh, das erinnert mich an was. Weißt du, wie man Käfer fängt? Nein. Ich zeige dir, wie man Insekten fängt. Geil. Das ist hochkompliziert. Das kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Kannst okay. Du Schmetterlingscatcher? Ja, das ist echt so, jetzt kann ich das Spiel nicht mehr. Also länger habe ich auch nicht getraut zu spielen. Ich kann's gut verstehen. Um Insekten zu fangen, die sich außerhalb der Karte befinden, muss nah an sie herangehen, um sie alle fangen zu können. Ah, okay, also Schmetterlinge sind Insekten, stimmt ja. Ah, ui. Ja, das wusste ich nicht. Es könnten Vögel sein. Es könnten auch Vögel sein. Oder Enten. Benutzt den Cursor, um ein Insekt zu fangen. Drücke A genau im richtigen Moment, um hochzuspringen, um das Insekt zu erwischen. Oh mein Gott, Timing! Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Nein! Spring, wenn der orangefarbene Balken vollständig in den Catcher ist. So erwischst du das Insekt. Juhu! Okay, jo, ich würde das schnell hinbekommen. Jetzt versuch's mal, ja, los. Versuch mal, einen Kohlweißling irgendwo hier an der Delfinküste zu fangen, okay? Ja, okay, die Angelrüstung brauchst du dabei nicht. Ach, wirklich? Wir angeln jetzt Insekten. Fliegenfische mit Chainsaw Man 16. Juhu! Ja, ich halte sie so lange fest. Das ist aber nett von dir. Ich weiß noch nicht, wie du das machst, aber okay. So. Wie geht das ohne Daumen? Ah! Ich habe keine Ahnung. Warum macht er das überhaupt? Ey, wo bin ich? Wo soll ich jetzt ein Kohlweißling finden? Wo soll ich lang gehen? Du musst die Schlange essen. Ja, dabei Schlange muss ich aufpassen. Noch ist sie glücklich. Wenn man zu nah rangeht, dann wird das. Ja, ich hab's schon gesehen. Oh, pass auf. Die wird voll pissig. Ja, es ist scheißegal. Oh! Das wollte mich gerade töten. Kannst du dich eigentlich wehren? Ich glaube nicht, oder? Ich kann mich nicht wehren, aber ich kann schwitzen. Sie hat irgendwie. Jemand mauzt mich an. Mäau, hab ich gehört. Wer bist du denn? Okay, du bist Augusta. Augusta. Ist anscheinend. Hast du gehört, der böse Iflet wurde gefangen? Oh Gott. Diese gemeine Person ist ein Schöntour. Wenn man sich von ihm einwickeln lässt, kann er schlimme Folgen haben und ich kann nicht reden. Es ist besser, ihm nicht zu nahe zu kommen. Gott. Oh mein Gott. Super Homo Katze. Ich komme mit diesem Spiel nicht klar. Oh, aber guck mal, was da ist. Was? Da, ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Ja. Ich glaube, ich fange ihn mir. Oh, Insekt fangen. Oh, jetzt geht's los. Jetzt muss ich, wenn es im gelben Bereich ist, drücken. Oh. Ja, okay. Alles klar. Das war super verwirrend. Ich hätte es fast nicht geschafft, ey. Oh Gott. Deine Batterie geht leer. Ich hasse, dass er das passiert. Okay, wir spielen so lange. Du musst der Katze leer. 2 neue Batterien in den Hintern schieben. Ja, ich hab mir Batterien legen. Das sollte nicht das Schlimmste sein. Ich glaube, irgendwo hier liegen die herum. Ja doch, da liegen sie. Cool. Sehr schön. Also, falls irgendwas mit Batterien sein sollte, dann nimmt Arknei welche und dann schieben wir neue Batterien in den Hintern rein. Wir führen sie ein, um genau zu sein. Wo ist denn jetzt unser Viktor? Da ist er, mit der Mütze. Viktor, yeah! Gut gemacht! Boah, richtig Glück. Super Katzen, Ausrufezeichen-Modus. So sieht es aus. Hier, hast du deine Angelausrüstung zurück. Du hast Angelgeräte. Juhu, wir hassen sie. Du kannst es auch ruhig wiederholen. Ich nehme es dir echt nicht übel, wenn auch du hast Angelgeräte sagen möchtest. Du hast Angelgeräte. Wir hassen sie alle. Also wenn ich nicht Gastkommentar über diesem Spiel, dann würde ich es nicht auch gerne die ganze Zeit sagen. Du hast Angelgeräte, du hast Wissen. Und kannst du angeln? Nein. Okay. Ich angel mich selbst. Es tut mir eher leid, aber ich wusste nicht, dass Katzen mit Werkzeugen wie ein Angel. Du hast angel mit Angelgeräten angeln können. Ach du Scheiße, jetzt gehe ich echt angeln. Was ist denn das für ein Spiel? Wieso? Guck mal, nehmen wir mal zusammen. Also ich komme. Erstmal kommt der Iflet, ich soll den erstmal besuchen, dann gehe ich zur Delfinküste und soll da irgendwie spielen und angeln.
lassen wir es einfach beruhen und versuchen, das ganz professionell weiterzumachen. So professionell, wie man ein Spiel mit ganz vielen fetten Katzen auch professionell nennen kann. Pass auf, ey, wenn ich nachher meine Katze schmücke, das kann man nicht in dem Spiel, ey. Die mache ich so hässlich. Okay, egal. Du kannst auf einem Pier am Seen und am Meer angeln. An Seen und am Meer angeln oder so. Geh zu einem Pier, dort kannst du angeln. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass meine Batterie fast leer ist. Ich glaube, das wird uns den ganzen Part verfolgen. Ich glaube auch. Wenn ein Fisch angebissen hat, sinkt der Schwimmer ins Wasser. Bewegt die Wii-Fernbedienung schnell nach oben. Oh, wie die Kinder dabei abgehen werden, ey. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, ein Fisch dran! Ja! Fetzt auf einmal voll. So, Fernbedienung nach hinten werfen! Ja! Also voll gegen Kopf der Mutter. Gegen das nächste Familienmitglied, wollte ich auch gerade sagen. Bäm! Um die Angel einzuholen, den Fisch richtig an den Haken zu bekommen. Alles klar. Wollen wir nochmal gucken. Ja, auf durchzudrehen, Fernbedienung. Okay. Hol die Angel weiter ein, sobald der Fisch am Haken ist, und den Fisch aus dem Wasser zu holen. Wenn du den Fisch weit genug aus dem Wasser kriegst, kannst du ihn an Land holen. Das Witzige ist, wenn ich lese, also mein Let's Play lese, kann ich mir nie merken, was ich gelesen habe meistens. Also wenn es nicht wirklich wichtig ist. Und dann nachher stehe ich so 5 Minuten später da. Wie ging das nochmal? Das kenne ich sehr, sehr gut. Das habe ich auch gerne mal. Zieh nicht zu stark an der Angel und lass sie auch nicht zu locker. Halte den Balken in der Mitte des Anzeigers. Schön im Gleichgewicht. Oh Gott, was sie alles fordern hier. Was soll das ein Zweijähriger schaffen? Ich weiß auch nicht, wie er das machen soll. Ja, so such's mal. Okay, versuch mal einen Fisch zu fangen. Vor die Quest. Ja. Fange eine Sardine aus dem Meer hier an der Elfinküste. Er bereitet schon mal die Dose vor. Ja, oh mein Gott. Okay, wollen wir doch mal angeln. Was meinst du, wo können wir denn angeln gehen, Arkne? Wahrscheinlich am Pier, wenn ich das richtige in Erinnerung habe. Ja, aber da da vorne ein großes Piratenschiff ist, das dich aufessen wird, solltest du vielleicht dorthin laufen. Ja, jetzt wie schnell ich laufe. Gell? Ja, super Ausrastmodus. Ich find's gut, wie sich die Katze der OG ist, richtig die Ebene einfach so immer so gag, so ganz perfekt, aber gag. Okay. Ich find's irgendwie sehr witzig, die Bewegungsanimation sieht fast aus wie die in Okami. Stimmt. Wo du es sagst, vielleicht ist es ja Okami. Oh mein Gott! Vielleicht ist es ja eine vorentwickelte Version. Nee, der Nachfolger. Super Versteckungsmodus. Also, du hast Angelgeräte. Ich habe Katze. Fette Katze. Yari, die fette Katze. Ich habe gerade versucht zu graben am Pier. Na gut, gehen wir doch mal angeln. Kann ich jetzt angeln oder nicht? Da ist, glaube ich, etwas im Weg, oder? Das ist der falsche Pier, da waren Boote in der Klasse. Vielleicht sind wir auch am falschen Pier, das kann natürlich auch sein. Nö, das werden wir jetzt schon finden. Ich will das jetzt sieht, was finden. Es sieht gut aus. Aber ich glaube, der andere Pier, der sah auch anders aus. Den Pier, den ich suchen sollte. Das sah nur so ein einzelnes Stück Holz, das irgendwo herumlag. Vielleicht dort hinten irgendwo die Ecke, wo wir den Schmetterling gefunden haben. Eventuell. Oh Gott, Hilfe, ich habe Angst. Du hast die Schlange. Ach nee, die hat gar keinen Grosch mehr. Oh nein, da sind wieder diese Klöpse. Oh mein Gott, was sind Kiwis, da? Wie der Pai, ich weiß nicht, wie der Pai das ausgedrückt, der Rave, der hat irgendwas gesagt, das sind irgendwelche Klumpen mit Augen oder sowas, hat er gesagt, mit Schnabel. Sieht aus wie fette Tauben. Fette Tauben. Oh mein Gott. Okay, ein neues Monster ist geschaffen. Ja. Hier geht's auch nicht weiter, jetzt, also, wo soll ich denn jetzt gibt's ja noch ein. Oh Gott, da liegt ein Stein mit einem Pfot da drauf, ey, was. Ich seh schon so viele schlimme Aufgaben auf mich zukommen. Ich sehe schon super Akro-Katzen, die Steine schieben können. Ja, okay, also jetzt bin ich ja einmal fast um die Insel rum. Und ich suche immer noch einen Pier. Kannst du das direkt an der Stelle aktivieren? Oder musst du vielleicht über ein Inventar-ähnliches Menü dorthin? Oder du läufst einfach dorthin. Das geht natürlich auch. Angeln gehen. Ich gehe jetzt angeln. Was macht die da? Okay, gut. Also ich musste jetzt... Das war jetzt aber keine Angelgeräte. Nein, das ist auch kein Angelgerät. Warte, das hat ihn gezogen, aber es ist nichts passiert. Oh! Ja! Okay. Ja! Ich muss gewinnen. Oh mein Gott! Ja, ist das eine Action? Alles klar. Juhu! Und danach putzt sich die Katze erstmal. Genau, und sie dreht gerade voll am Rad. Mäau! Okay. Mäau. Es gibt ja irgendwie nur ein Geräusch, weil es gibt das Mäau. Genau, das gibt es. Das normale Mäau. Und es gibt irgendwie dieses abgespackte Mäau vom Vater. Mäau. Das Büffelmiau. Na gut, dann hätten wir das schon mal geschafft. Ich glaube, ich weiß auch echt nicht, wie lange dieses Spiel dauern wird, aber es wird auf jeden Fall eine Folter. Ja, du quälst dich ja immer selber mit solchen Sachen wie Peter Lustig oder fetten Katzen. Irgendwas muss es ja geben. Schlimmer. Okay, was ist das denn hier? Achso, ein Stein, aber ja, wie kann ich damit nichts machen? Könnte das eventuell eine Kokosnuss sein? Nein, das ist keine Kokosnuss. Das ist für mich eher so wie ein Erdhaufen, wo manchmal Sachen rauskommen. Reden wir doch einmal mit Viktor.
Er wird uns essen. Erstaunlich! Miau. Super gelangweilt, Miauzen. Das ist ja auch immer dasselbe Miauzen. Ich sehe da keinen Unterschied bei. Also manchmal variiert das auch von der Anzahl des Miauzen. Miau, miau. Manchmal macht es ja auch miau. Ich wette mit dir, am Ende des LPs schaffst du es, dich mit einer Katze zu unterhalten. Nein. Doch. Du siehst aus, als wolltest du noch spielen, Agner. Ja! Natürlich, immer. Ich mache jetzt eine Pause, aber du kannst ruhig weitermachen, Yari, die fette Katze. Wie auch immer sagt die fette Katze. Das ist schön. Also, da hat man echt recht gehabt. Der Peine, stellen wir mal vor, wenn Yari du fette Katze genannt, dann wäre es natürlich sinnvoll gewesen, aber das wollen wir ja gerade nicht. Ja, das ist aber schade. Willst du speichern? Nein! Ich muss speichern, ey. Ich bin über jeden Fortschritt froh bei diesem Spiel. Du solltest dir vielleicht mehrere Speicherstände anlegen. Warum? Damit du mehr fette Katzen hast. Glaubst du wohl nicht wirklich? Also ich glaube nicht, dass ich hier irgendeine Entscheidung bereuen werde, die ich hier tue, die mit Fortschritt zu tun hat. So. Vielleicht doch. Ach, ich geh mal gucken. Guck mal, ich bin erstmal mein Schnurrhaar. Ja, super Radarmodus. Ja, ich guck mal nach, ob ich irgendwas finde. Vielleicht ist da ja da was. Ich geh mal hier lang und schau mal nach. Ich geh erstmal rennen. Ja, super Rennmodus. Also, ja, okay. Jetzt bist du dran vorbei. Ah, jetzt aber. Wahrscheinlich ist es eine Aubergine wieder. Ja, nein, es ist eine Naschi-Birne. Das sah aus wie ein goldener Apfel, aber okay. Das ist eine Naschi-Birne. Ich möchte es gar nicht wissen. Im Sinne von Naschen oder? Ja, aber es war ja mit SH geschrieben, also kann es irgendwas Japanisches sein. Es kann ja. Halt mal, aber. Okay, lassen wir einfach mal so stehen. Insektfang, ich will noch einen Insektfang, weil ich es kann. Ja! Ich habe es. Ein Schwalbenschwanz. Juhu, wir haben nicht genug Schwanz, also brauchen wir einen Schwalbenschwanz. Mit Victor sprechen, bitte. Lass mich hier weg. Kann ich nicht mit dir reden und wir gehen woanders hin? Sollen wir nach Hause gehen? Bitte. Lass mich hier weg. Damit mache ich Fortschritt. Ich komme dann weiter zum Ende. Ich hole dich, sobald es dunkel wird. What the fuck? Ja, sie wollen ja Ifeld im Dunkeln besuchen gehen. Ach so, stimmt. Ich dachte jetzt, wir müssen hier bis im Dunkeln bleiben. Wir müssen hier die ganze Zeit warten. Bitte hol mich ab. Wir besuchen jetzt Ifeld, oder? Ja, ja, für alle Kinder, die es vergessen haben. Agner hat es ja auch irgendwie vergessen. Also ja, super Vergessungsmodus. Wir sehen uns heute Abend. Wird Abend in dem Fall groß oder klein geschrieben? Ich weiß es nicht, aber wollen wir das Spiel mal nicht anzweifeln, weil ansonsten kommt die Katze noch rausgesprungen und beißt dir die Kehle durch. Das tut sie sowieso. Wenn ich an meine fette Katze denke, wie sie auf dem Massagesitz wieder sitzt. Okay, was ist jetzt los? Oh mein Gott. La la la, wir sind so glücklich. Ja, das ist dein Text. Oh mein Gott, warte mal. Oder wie habe ich die gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Kommt her! Das ist schon ganz gut so. Oh, richtig böse. Okay. Jetzt wollen sich alle kloppen. Jetzt kommt so ein episches Battle. Vielleicht super Armbrüllen. Okay. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Oder was Arklay uns zu sagen hat. Juhu! Was für einen schlimmen Betrug planen die beiden denn jetzt, ne? Schütteln. Ja, super schütteln. Keine Lügen. Ich hörte, wie ihr den Namen Ifeld erwähntet, oder? Dö. Das Geräusch immer. Ja, ihr habt über ihn gesprochen. Unterschätzte ich die Kraft meiner Ohren.